Guten Abend, mein Name ist Andreas und ich möchte euch ein wenig darüber erzählen, wie wir automatisch Pflanzen züchten und dabei ein klein wenig maschinell lernen. Erstmal, wie alles anfing. Letztes Jahr im April war eine NASA Space Apps Challenge. Der Shackspace hat teilgenommen und wir hatten uns als Aufgabe gestellt, irgendwas so selber zu bauen, in dem man Pflanzen züchten kann. Das sah dann am Ende des Wochenendes so aus. Und eine Woche später sah das so aus. Das heißt, da ist was drin gewachsen. Mehr oder weniger. Wir waren ein Team von 10 Personen und am Ende des Wochenendes dachten wir uns, ah, das ist eigentlich ziemlich cool, wir machen das weiter. Da dachte ich noch nicht, dass wir das fast 1,5 Jahre lang machen, aber wir sind immer noch dabei. Herzlichen Dank an Stefan und Andreas, die immer noch sehr aktiv dabei sind. So, die Idee war, Pflanzen züchten, aber kontrolliert und automatisch und mit super günstiger Hardware. Also so ein bisschen das, was rumliegt. Raspberry Pis, wir haben nicht die aktuellsten genommen, sondern wir haben auf die Mailingliste geschrieben, gebt uns eure alten Raspberry Pis, ihr werdet sie nicht mehr verwenden. IKEA-Sammlerboxen, weil sie billig sind. Und weil man sehr gut drin rumsägen kann. Raspi Cams, nicht ganz so billig, aber ja, ihr werdet schon merken, notwendig. Lüfter, also irgendwelche alten Prozessorlüfter. Und eben Sensoren, die jeder sowieso schon rumliegen hat. Also DHT22, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, hat sicher mal jemand mit rumgespielt. Und eben Wassersensoren und Widerstände für Helligkeit und so weiter. Wir haben in der Zwischenzeit über 100 Wachstumsphasen hinter uns. Wachstumsphase ist von Aussehen bis Ernten. Bei Kresse ist das 1 Woche, bei anderen Pflanzen ist das ein bisschen länger. Über diese 100 Versuchsreihen quasi haben wir natürlich anständig iterieren können und haben sehen können, was alles nicht funktioniert, was alles funktioniert. Zum Beispiel der ADC vom Arduino ist okayisch. Aber es geht viel besser. Und viel besser ist zum Beispiel, den extra Chip dafür zu nehmen und den Arduino auszubauen. Oder die 720p-Kamera, die wir anfänglich eingebaut haben, ist gegen eine Raspi Cam Schrott. Also der Sprung war gewaltig. Werdet die Fotos nachher sehen. Und wir haben in diesen 100 Versuchsreihen festgestellt, was am problematischsten ist. Nämlich das Messen des Wasserstandes und das Bewässern der Pflanzen. Wässern. Wir haben einfach einen Schlauch durch die Box durchgelegt, an der einen Seite eine Pumpe dran gemacht und Löcher in den Schlauch gebohrt. Das tut okayisch. Das machen wir in 2 von den 3 Boxen immer noch so, weil wir noch keine wirklich bessere Idee hatten. Also wir haben noch ein paar Sachen ausprobiert, zum Beispiel von oben runter träufeln lassen aus einem Behältnis, das wir auch mit der Pumpe anfüllen. Das haben wir in einer Box am Laufen. Ist aber auch nicht so richtig gut, weil direkt da, wo es runterregnet, werden die Samen weggespült. Ist also auch blöd, in der Mitte wächst dann nichts. Oder mit so kleinen Mini-Ventilen, die kriegt man super billig in China, genauso gut sind sie auch, haben wir nie eingebaut. Wir haben nur mit rumgespielt. Dann haben wir verschiedene Böden durchprobiert. Am Anfang die Kresse auf Watte. Das funktioniert für Kresse super. Als wir dann eine andere Pflanze drauf gepflanzt haben, hat das überhaupt nicht funktioniert. Dann sind wir auf Seramist gegangen, weil wir gedacht haben, das ist wenig Sauerei, das kann man einfach so machen. Seramist hat keinerlei Nährstoffe, das ist für Kresse egal, für alles andere ist das schlecht. Also haben wir angefangen mit Düngen und nee, wir sind jetzt doch bei Blumenerde. Und Blumenerde funktioniert am besten. Wir dachten am Anfang, das ist eine Riesensauerei. In dem Raum, in dem wir das machen, ist Teppichboden. Es ist weniger Sauerei, als wir uns jetzt vorgestellt haben. Es ist okay. Dann speichern wir die Daten. Also das Coole daran ist, wenn man das alles selber macht, hat man Kontrolle über alles. Das heißt, der Raspberry Pi kann alle 5 Minuten ein Foto schießen und über eine API hochladen. Und kann alle 5 Minuten alle Sensorwerte auslesen und über eine API hochladen. Und er kann jede Stunde die API fragen, ob er jetzt gießen soll oder nicht.
Die Daten, die daraus resultieren, wenn man alle 5 Minuten ein Foto macht, sind natürlich ein paar Fotos. 470.000 war der Stand vor 2 Wochen, in der Zwischenzeit sind es wieder ein paar mehr. Und davon sind allein 100.000 Fotos von der Kamera an der Decke. Das sind 5-Megapixel-Bilder, das heißt, das ist so Kategorie 600 Gigabyte. Das passt auch nicht mehr auf jeden Standard-Webserver. Außerdem ein paar Millionen Sensorwerte, wobei die meisten sind halt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, weil das messen wir in jeder Box drin, draußen und im Raum. Deswegen haben wir davon ganz viele. Das ist die Kamera von der Decke. Der Blickwinkel ist ein bisschen komisch. Das macht den Eindruck, als wenn die Boxen unterschiedlich groß wären. Sie sind aber alle drei gleich groß. Der Blickwinkel ist so, damit es ist ein Hackerspace. Die Leute mögen nicht, wenn man sie filmt, fotografiert. Das heißt, man kann davor langlaufen, ohne dass man auf dem Bild ist. Ein exemplarischer Cycle. Eine Woche lang Kresse züchten. Von ersten Tag bis in etwa 7. Tag. Und wie man sich vorstellen kann, das eignet sich super für Zeitraffer. Natürlich, wenn man das Ganze über eine lange Zeit macht, dann erlebt man auch Pannen. Und zwar eher so, hätte nicht sein müssen, Pannen vor allem. Zum Beispiel, es fängt an zu schimmeln. Das war gleich in unserer allerersten Woche. Wir hatten noch keinen Lüfter eingebaut. Die Luftfeuchtigkeit in der Box bei 100%. Natürlich schimmelt's. Lüfter eingebaut, macht alles besser. Problem dabei ist, jetzt haben wir diesen Ruf weg. Jetzt kommen alle immer rein, ah, schimmelt's. Nein, es schimmelt schon seit Monaten nicht mehr. Aber diesen Ruf werden wir jetzt nicht mehr los. Dann Gießen ist problematisch. Hier ist es jetzt vertrocknet, weil der Sensor zugewachsen ist. Da haben wir jetzt auch was dagegen unternommen, dass er zuwächst. Weil wenn er zuwächst, dann denkt er natürlich, es ist Wasser drin und hört auf zu gießen. Oder man hat zu viel Wasser drin, weil man den Sensor aus Versehen nicht eingesteckt hat. Oder weil er kaputt gegangen ist. Oder noch mehr Wasser drin, weil whatever die Pumpe freigedreht hat. Außerdem, diese Watte ist bei manchen Reihen auch so schleimig geworden. Wir wissen nicht warum, aber war auch wieder ein Grund gegen Watte. Außerdem, die Kamera ist dran getaped, Tape geht weg. Der Wassersensor, mit dem haben wir ganz viel erlebt. Wenn man ihn die ganze Zeit unter Strom lässt, dann betreibt er Elektrolyse und das Metall schält sich ab. Und es wird alles irgendwie so grünlich und eklig und bäh. Jetzt wird er immer nur unter Strom gesetzt, wenn er misst und direkt danach wird der Strom wieder weggenommen. Mussten wir aber auch erst durchaus probieren, feststellen. So, wie ihr gesehen habt, das Primärproblem ist zu wenig oder zu viel Wasser und die Sensoren sind nicht so cool. Also, was macht man? Deep Learning, ist ja klar. Ich habe TensorFlow genommen und Keras als Vereinfachung von TensorFlow. Und das Problem ist eigentlich das Standardproblem, das alle haben, nämlich Katzen gegen Hunde, also zwei Klassen voneinander unterscheiden. Hier ist es halt trocken gegen feucht. Also Foto von oben, in der Box ist trocken, in der Box ist feucht. Das Problem, das kennt man jetzt aus der Wissenschaft. Man muss natürlich erstmal alle Daten zusammentragen. Natürlich waren wir in diesem Jahr super faul. Und jetzt musste ich für alle 110 Cycles zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Folie gemacht habe, zusammentragen, was für eine Pflanze war das, was habe ich sie eingepflanzt, wie ist das letzte Foto, also hat es jetzt angefangen zu schimmeln oder nicht, war das eine gute Phase und welche Parameter, das ist jetzt nur ein Beispielparameter, da waren noch ein paar mehr, das ist der eine relevante Parameter. Dann ist natürlich klar, es wird ein Foto geschossen und ein Sensorwert gemacht, aber das passiert ja nie zum gleichen Zeitpunkt. Das ist ja ein Skript auf dem Raspberry Pi, das läuft seriell der Reihe nach durch. Also muss man jetzt jedes Foto und den Zeitpunkt des Fotos mit einem Sensorzeitpunkt, der am nächsten ist, zusammenbringen, damit man weiß, dieses Foto hatte in etwa folgenden Sensorwert. Das ist um ein paar Sekunden daneben, aber das ist good enough.
Das war übrigens, der Zahlenwert ist so hoch, weil das ein dreiwöchiger Cycle war. So sieht jetzt der Wassersensor aus. Und man sieht sehr gut die Phasen, in denen er gegossen hat. Also der Wasserwert sinkt und dann gießt er wieder und dann springt er wieder nach oben. Dann ist noch eine Sache, die man vorher hätte anschauen sollen. Ich habe sie natürlich erst Anfang der Woche angeschaut, weil ich auf Fehlersuche war. Wie ist denn die Verteilung von trockenen Bildern zu feuchten Bildern? Und zwar je nachdem, abhängig davon, was für ein Threshold man einsetzt für den Wassersensor. Ihr habt hier das Bild von vorher. Ihr habt hier gesehen, hier steht 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000. Das heißt, die Schwelle, an der die Pumpe angeht, weil es zu trocken ist, muss nicht unbedingt die Schwelle sein, auf der man die Bilder als trocken oder feucht bewertet. 3000 war für die meisten Pflanzen, also vor allem für Phacelia, die gute Schwelle, um sicherzustellen, dass die Pflanze nicht unter Wasser steht. Wenn ich aber 3000 als Schwellwert für trockene versus feuchte Bilder mache, dann habe ich quasi ausschließlich feuchte Bilder und quasi keine trockene Bilder. Also hier ist Anzahl 0, hier ist Anzahl 1, die Bilder sind viel zu klein. Wenn ich den Threshold ein bisschen höher stelle, dann wird es schon besser, aber am besten wird es in etwa bei 8000. Bei 8000 habe ich eine annähernde Gleichverteilung zwischen trockenen und feuchten Bildern. Das kann man ziemlich gut dann, wenn man einen Classifier trainiert hat, mit den jeweiligen Werten in TensorBoard sehen. Wenn ihr TensorFlow benutzt, schaut euch TensorBoard an. Dieses Tool wird euer Leben retten. Da kann man jeder reinschauen, welchen Zustand hat das jeweilige Element im neuronalen Netz. Das heißt, ich kann reingucken in der ersten Convolution Layer. Ich erkläre nachher, was Convolution Layer sind. In der ersten Convolution Layer hier habe ich quasi keine Werte, weil bei 3000 hatte ich ja nur feuchte Bilder. Ich hatte keine trockenen. Also muss das neuronale Netz nichts lernen. Es sagt einfach, ja, ist doch einfach durchreichen, ist safe. Bei denen hier habe ich eine bessere Verteilung und hier eine noch bessere Verteilung. Das heißt, das neuronale Netz hat angefangen, Dinge zu lernen. Solche Bilder angucken hilft festzustellen, ob man nicht totalen Blödsinn macht. Die Sache mit dem Gewichten. Das ist das Spam-Ham-Problem. Ich habe 99% Spam und 1% Ham. Also 1% gute E-Mails, 99% Spam-E-Mails. Und dafür gibt es Hilfsfunktionen, die einem das ausrechnen. Wie ist das Gewicht? Und das Gewicht kann man dem Classifier übergeben und der Classifier gewichtet dann die Eingabeparameter. Und selbst wenn er nur von der größeren Menge was weglässt, er gewichtet es irgendwie. Gibt für alles Hilfsfunktionen, in diesem Fall aus sklearn und die Fit-Funktion von Keras kann das verarbeiten. Dann habe ich die Fotos verkleinert. Am Anfang dachte ich, oh, ich habe 5 Megapixel, das ist doch total cool. Es bringt überhaupt gar nichts, wenn sie nicht in die Grafikkarte passen. Das heißt, die müssen kleiner werden, damit ich ein paar Tausend davon in eine Grafikkarte reinbekomme. Jetzt habe ich verschiedene Größen ausprobiert, 256x192 und 128x96 und es hat sich für mich herausgestellt, die 128er reichen. Also der Gewinn aus einem Tick größer ist quasi nicht sichtbar. Das ist jetzt das neuronale Netz. Ich erkläre gleich die Einzelpunkte da drin. Es ist ein Standard-Sequential-Modell. Es ist nichts fancy, also kein RNN, kein LSTM, nicht der ganze noch heißere Scheiß. Und was ich hauptsächlich mache, ist Convolution. Das kommt auf der nächsten Folie. Und ja, ich erkläre das dann gleich. Convolution ist, der geht über das Bild drüber und summiert Teilbereiche. In diesem Fall hier hat er 32 in dem Ding hier und geht in 3x3 Feldern über das Bild drüber. Das heißt, er verkleinert das Bild nochmal gewaltig, aber indem er mit überlappenden Fenstern drüber läuft. Davon mache ich 2 Stück. Das sind jetzt nicht wirklich Erfahrungswerte, sondern man schaut sich halt Tutorials an und andere Leute machen das auch so und das wird schon irgendwie funktionieren.
Ich habe die Parameter dann auch nicht mehr durchvariiert, weil die ersten Versuche good enough waren. Dann noch ein zweiter super wichtiger Punkt, an dem ich einiges rumgespielt habe, das ist Dropout. Wenn ich das ohne Dropout mache, dann trainiere ich den Classifier genau auf diese Bilder. Und Dropout sorgt dafür, dass es allgemeiner wird. Ein Viertel Dropout heißt, ein Viertel der Werte, die an diesem Parameter hier vorbeigehen, werden einfach auf 0 gesetzt. Und bei 0,5 wird die Hälfte aller Werte einfach auf 0 gesetzt. Das ist, damit das neuronale Netz sich nicht zu sehr an diese Bilder gewöhnt, sondern verallgemeinern lernt. Der untere Teil, nach diesen Convolutions wird alles flach gemacht. Also einfach eine Zeile in der Matrix. Und das ist jetzt ein Parameter, den ich variiert habe, nämlich die Density von 32 oder von 16 oder von 64. Und dabei habe ich festgestellt, dass 64 wirklich Sinn macht. Und der Übergang von Flatten hat etwa 100.000 Einträge zu Dropout. Das ist das eigentlich Interessante. An dieser Stelle lernt das neuronale Netz. So, dahinter diese ziemlich hohe Dropout, damit er verallgemeinert. Und am Ende kommen zwei Werte raus, nämlich es ist trocken oder es ist feucht, mit jeweils Wahrscheinlichkeiten. Dann habe ich also das Modell habe ich jetzt genommen und dann habe ich ein Modell pro Cycle trainiert. Das heißt, eine Wachstumsphase, sagen wir mal Wachstumsphase 74, komplett trainiert. Ah, okay. Das ist jetzt der Cycle 74 bei Threshold 8000, ist das Orangene, und da sieht man, der wird besser über die Zeit. Also die Zeit hier unten sind Epochs, also Durchläufe des Trainings. Also wie häufig er die Daten nimmt, um darauf zu trainieren. Sagen wir mal 20 Durchläufe, dann nimmt er die Daten 20 Mal und rechnet damit, trainiert damit das neuronale Netz. Die blaue Linie ist eine gerade Linie. Die ist eine gerade Linie, weil Threshold ist 3000, alle Bilder sind wet, also feucht, und es gibt keine trockenen, also hat er eine Accuracy von 1, weil er hat sie alle richtig erkannt. Und er muss nichts mehr lernen. Bei dem Orangenen sieht man, wie er besser geworden ist. So, die eine Seite ist auf den Trainingsdaten und die andere Seite ist auf den Testdaten. Von diesem einen Cycle. Das ist eine wichtige Anmerkung. Weil ich wollte natürlich ein Modell trainieren, ein Modell trainieren, mit dem ich alle Cycles vorhersagen kann. Die Boxen sehen von oben alle ein bisschen anders aus, sind so ein bisschen anders geschnitten, die Kamera hängt an einer unterschiedlichen Stelle. Das heißt, das muss darüber verallgemeinern, was für einen Blickwinkel die Kamera hat. Und es muss eigentlich auch darüber verallgemeinern, jedenfalls hoffe ich das, was für eine Pflanze da angepflanzt wird. Vielleicht nicht über den Boden. Weil wenn der Boden von rot auf schwarz wechselt, das ist vielleicht schwierig. Deswegen sind alle diese Sachen hier mit dem roten Boden, also mit Seramis. Und ich habe jetzt ein Cycle trainiert, also ein Modell auf einen Cycle trainiert, und zwar auf den 74er. Und wenn ich den 74er evaluiere, habe ich eine relativ hohe Accuracy. Kann ich mir vorstellen, ich habe damit trainiert, es kommt etwa ein 95, 96er Wert raus, ist okay. Jetzt ist aber spannend zu sehen, wie viel schlechter wird es bei anderen Cycles. Also wenn ich jetzt die 83 reinstecke, die ist Facelia mit Seramis, und ich habe immer noch 87%. Dann habe ich mir natürlich die angeguckt, die super, super schlecht sind. Und die sind super schlecht, weil sie komplett fehlgeschlagen sind. Oder also weil sie komplette Ausreißer sind, auch von ihrer Art und Weise, wie sie aufgebaut sind. Trotzdem wollte ich ein verallgemeinerteres Modell. Also habe ich Modelle trainiert auf Basis von ganz, ganz vielen Cycles. Ganz, ganz viele Cycles ist allerdings durch den RAM meines Rechners beschränkt. Die Kresse mit Seramis, die hier haben alle komplett in den RAM gepasst. Bei den Facelia nur die roten.
Also ich habe die zufällig ausgewählt. Das musste in 16 GB RAM reinpassen. Was bringt das jetzt, wenn ich einen Cycle nehme zum Trainieren versus ich nehme ganz viele? Die blaue Linie ist die mit ganz vielen. Und zwar alle, die Kresse Ceramis waren, das ist diese Liste hier oben. Und alle mit einem Threshold von 8000, also mit dem Wert, an dem die trockenen von den feuchten am besten zwei gleich große Mengen ergeben. Und man sieht schon, Accuracy ist deutlich höher. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich dieses Multimodell gegen viele Einzelcycles evaluiere? Der allererste, der 102er, ist Teil dieser Liste. Dann kommen ganz, ganz viele, die auch Teil dieser Liste sind. Und der hier mit den 68% ist der erste, der nicht Teil der Trainingsliste ist. Und 68% ist auch nicht so richtig gut. Das heißt, der hat es zu sehr auf die Kresse verallgemeinert. Und jetzt habe ich natürlich den Fehler begangen, das ist mir erst vorgestern aufgefallen, deswegen kann ich es nicht mehr ändern, dass ich vielleicht einen Kresse-Seram jetzt hätte rauslassen sollen aus dem Training. Ja, zu spät. Und es geht runter bis 20%. Vorher hatte ich schlechtere Werte. Das ist jetzt mit dem anderen. Das sind alle Phacelia-Ceramis. Das geht auf 1,0 hoch. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Das heißt, er hat zu sehr auf eine bestimmte Menge trainiert und nicht genug verallgemeinert. Also 1,0 ist eigentlich das, was man nicht haben will. Und hier sind dann auch die, die nicht in der Liste, also 88 ist nicht in der Liste und ist super, super schlecht. Aber ich habe auch ein Threshold von 6000 genommen und hätte vielleicht 8000 nehmen sollen. So, warum kann ich das nicht mehr noch rückgängig machen oder neu machen? Das Trainieren von so einem Modell dauert halt einen Tag. Und das ist genau der Punkt, der super ärgerlich ist. Ich habe relativ wenig Parameter durchprobieren können, weil mein Desktop-PC, den möchte ich, dass er nur am Tag läuft, wenn ich auf der Arbeit bin. Und entsprechend kann ich nicht unendlich viele Modelle rechnen. So, wenn ihr das alles ausprobieren wollt, auf diesem Link gibt es den Python-Code, den ich benutzt habe, und Link zu den Daten, die ich schon in HDF5 umgerechnet habe, weil ich möchte nicht, dass ihr 600 GB runterladet, sondern nur so 70 GB. Und die CSVs mit den Werten dazu. Gerne mir Fragen schicken, Ideen, was ich falsch gemacht habe, Anmerkungen. Ich möchte, dass das irgendwann mal besser funktioniert, aber an dem Tag, an dem ich den Talk eingereicht habe, habe ich damit angefangen. Das heißt, das ganze Ding ist jetzt so 3,5 Wochen alt und ist halt verbesserungswürdig, hoffe ich. So, vielen Dank und ich bin auf Fragen gespannt. Ja, die Kresse schmeckt einwandfrei. Kannst du, also er hat gefragt, was, warum wir keine Hydrokultur gemacht haben. Was meinst du mit Hydrokultur? Ah, mit Düngemitteln. Bei dem Ceramis haben wir Düngemittel probiert und uns ist alles gestorben. Und wir wissen nicht genau, also wir haben das nicht weiterverfolgt. Wir haben das eine Woche ausprobiert und dann sind wir weitergezogen zur Blumenerde. Ja. Da kommt jetzt dieser Aspekt mit dem automatisch, der macht das ein bisschen kaputt, weil wir pflanzen Sonntagabends an, treffen uns um 19 Uhr im Hackerspace, kippen das alles rein, machen das alles fertig, drücken auf den Stromknopf und dann dürfen wir erst in einer Woche wiederkommen. Das ist unsere Bedingung. Kresse ist in einer Woche fertig. Klar.
Kresse ist safe, ja. Ja, Phacelia ist das, was wir jetzt gerade machen. Und so sieht Phacelia jetzt heute aus. Also, wir haben letzten Sonntag gepflanzt und das ist okay. Was die Frage war, was ist Phacelia? Phacelia ist Gründünger. Also, das bringen die Bauern im Herbst auf ihre Felder aus, um es unterzujäten. Und warum nehmen wir das? Man kann das nicht essen, aber es ist im großen Sack super billig. Das heißt, das ist ideal, um damit viele, viele Versuchsreihen zu machen. Und wenn man es gut macht, also wenn das richtig gut wächst, dann blühen die so lila. Haben wir noch nie hinbekommen. Das ist also unser erstes nächstes Ziel ist, das sollte mal blühen. Und dann können wir vielleicht irgendwann später Gänseblümchen machen oder so, irgendwas Lustigeres. Also, zwei Fragen. Einmal, Langziel ist jetzt bei dem Projekt aus dem Kamerabild einen Feuchtigkeitswert zu bekommen, mit Hilfe von maschinellem Lernen. Ja, also das war die Idee vor 4 Wochen mit, ich muss hier einen Talk einreichen, dass wir diese schlechten Wassersensoren besser bekommen, vielleicht oder einen zweiten Wert dazu bekommen, dadurch, dass wir eine zweite Meinung haben. Also mit einem neuronalen Netz zu sagen, es ist trocken oder feucht. Ja. Also jetzt nicht irgendwie den Output zu optimieren, so dann zu schauen mit. Nee, der Output wäre schon optimiert, wenn es mal konsistent immer nicht stirbt. Und die zweite Frage, da stand Accuracy 5%. Bedeutet das, der Algorithmus hat in 5% aller Fälle gesagt, den Feuchtigkeitswert im Sinne binär, also von feucht, nicht feucht, korrekt bestimmt? Bei 5% heißt das, also bei einer Accuracy von 5% wäre das so, dass er bei 95% daneben lag. Das wäre ja quasi invertiert, also. Ja, warum das eintritt, ist, wenn du einen Cycle hattest, in dem 100% der Bilder zu feucht waren, weil du hast alles ersäuft, dann sagt er dir, 95% ist das trocken. Dann bist du bei 95% falsch und hast eine Accuracy von 5%. Okay. Also bei solchen Cycles tritt das ein. Ja, die Zeitraffer, die du gezeigt hast, die hatten jetzt keine Dunkelphasen. Beleuchtet ihr da 24 Stunden oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich habe keine Dunkelphasen. Ich habe einen Helligkeitssensor, das heißt, ich weiß, wann hell oder dunkel ist, aber es wird überhaupt nicht einberechnet. Hier ist der Brightness-Sensor. Auf den Zeitraffer, also alle Fotos werden immer mit einem Licht, wird ein Licht angemacht, ein Bild wird geschossen, das Licht wird wieder ausgemacht. Das muss man ja so machen, sonst hätten wir in der Nacht nur schwarze Bilder. Ja, das geht ja nur alle 5 Minuten kurz an und wieder aus. Ich brauche die Bilder für Zeitraffer. Gut, dann habe ich jetzt halt ein Problem. Ja, das kenne ich Ich habe aus eine ganz oben. Frage, eine Anregung. A, was verwendest du für ein Wasser? Ist das normales Leitungswasser oder lässt du das ein bisschen abstehen? Und eine Anregung habe ich, es gibt mittlerweile kapazitive Feuchtigkeitssensoren. Da steckt also ein ND555 drin. Der Kondensator selber ist halt eine Ja, kapazitive dieser Fläche, Chirp. ist isoliert aufgebaut und da gammelt ja quasi nichts weg. Ja, ich habe zwei so Chirps rumliegen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie einzubauen. Ja, also habe ich auf jeden Fall vor. Und wir nehmen das Leitungswasser direkt aus dem Hahn, aber das wird unten in so eine, also die Sammlerboxen sind so aufgebaut, dass unten ein Wasserbehältnis ist, von dem hochgepumpt wird und das steht natürlich dann die 1, 2, 3 Wochen und es wird nur am Anfang ganz frisch. Also es steht eher eine Zeit. Nasse Erde ist ja viel schwerer als trockene. Habt ihr das jemals übers Gewicht versucht? Ich habe das noch nicht übers Gewicht versucht. Wagen in dieser Dimension sind nicht sonderlich genau. Also eine Waage, die über 10 Kilogramm misst, ist ja dann tendenziell eher nur noch auf 0,1 Kilogramm genau.
Aber könnte man auf jeden Fall ausprobieren. Also ja, haben wir noch nicht probiert. Ist interessant. Ich habe mal mit diesen Chirp-kapazitiven Sensoren rumexperimentiert und es war eigentlich ganz gut als Wetterstation geeignet, aber weniger, um die Bodenfeuchte zu messen. Das Problem war, dass ich starke Schwankungen drin hatte, die ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Und dann habe ich eine Wetterstation daneben gestellt und dieser Sensor, der hat ja eine Linie, bis wo man den einbuddeln soll. Mhm. Und der hat halt auch noch zu einem sehr nennenswerten Teil die Umgebungsluftfeuchtigkeit mitgemessen. Anscheinend dann mit dem Teil, der nach oben rausguckte. Also letztendlich konnte ich die dann doch nicht benutzen, weil es irgendwie den Wert um Faktor 2, 3 verfälscht statt durch die Luftfeuchtigkeit. Okay, ist interessant. Also ich habe die, wie gesagt, nur rumliegen, wir haben die noch nicht benutzt und wir haben natürlich auch das Problem, dass unsere Erde nicht so tief ist, dass wir das komplett reinbekommen würden, weil die brauchen ja irgendwie so viel unter der Erde. Und wir hatten vor, das schräg reinzuschieben, aber noch nicht ausprobiert. Dann vielen Dank.